Ich sage Hi und willkommen bei Ach Quark. Hier gibt es den Unterschied zwischen Tatsachen und Quarksachen. Heute erzähle ich euch etwas über 10 positive Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die uns klar machen, dass es doch noch Hoffnung für die Menschheit gibt. Falls ihr also noch mehr Quarkwissen hören wollt, dann vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Auf Platz Nummer 10. Hitlers Neffe. Man weiß nie, was die Sterne für einen vorhergesehen haben. Vielleicht wählt man seinen Weg auch selbst. Das tat zumindest William Patrick Stuart Houston, der 1911 als William Hitler auf die Welt kam. Seine Eltern waren die US-Amerikanerin Bridget Downing und Hitlers Bruder Alois Hitler Jr. William wurde in England geboren, zog später nach Deutschland und wanderte schließlich in die Vereinigten Staaten aus. Dort verpflichtete er sich, als Marinesoldat gegen die Nazis zu kämpfen. Er starb 1987. Nummer 9. Stanisława Leszczyńska. Stanisława Leszczyńska wurde selig gesprochen. In einem Zeitungsartikel wurde sie außerdem als die letzte Hoffnung der Schwangeren in Auschwitz bezeichnet. Sie war dort im April 1943 Hebamme. Sie wurde zur Heldin, indem sie dem Leben nachhalf an einem Ort, wo Tod herrschte. Oft unterstützte sie die Geburten wider Willen der Befehle. Es wird geschätzt, dass sie während ihres Dienstes ungefähr 3000 Kindern auf die Welt half. Die Hebamme wirkte so bis zur Befreiung durch Russland 1945. Stanisława Leszczyńska verstarb 1974 in Łódź. Heute ist sie die Schutzpatronin der Straßen in Łódź, Auschwitz und der Entbindungsschule. Auf Platz Nummer 8, die tapfere Krankenschwester. Die Amerikanerin Elsie S. Ott ist die nächste Heldin. Sie schloss sich 1941 der US Air Force an. Die Krankenschwester wurde einer Gruppe zugeteilt, die in Karachi, das damals Teil von Indien war, stationierte. Der Befehl, das gesamte Soldatenlager mit Krankenstation zu evakuieren, kam nur 24 Stunden im Voraus. So flog die tapfere Krankenschwester zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Flugzeug, um sich um verwundete Soldaten zu kümmern. Nur ein bewaffneter Soldat begleitete die Flugreise nach Washington, die 6 Tage dauerte. Die Maschine nahm auf dem Weg mehr Verletzte auf. Die ganze Operation war erfolgreich und Ott kehrte nach ein paar Monaten wieder nach Indien zurück. Nach diesen Ereignissen wurde die tapfere Krankenschwester als erste Frau mit dem Abzeichen der Luftwaffe ausgezeichnet. Nummer 7. Pariser Moschee. Das Beispiel der Pariser Moschee zeigt, dass sich auch potenziell feindliche Gruppen vereinigen können. Als die Nazis 1940 in Frankreich einmarschierten und das Vichy-Regime die dritte französische Republik ablöste, gerieten die französischen Juden in Gefahr. Si Kadour Ben Kabrit, der Gründer der Pariser Moschee, kam ihnen zur Hilfe. Er wurde in Algerien geboren, wo auch viele französische Juden herkamen. Wegen dieser gemeinsamen Herkunft entschied er sich zu helfen und ihnen falsche muslimische Identitäten zu geben. Unter den überlebenden Juden war Salim Halali, der in der Nachkriegszeit als Sänger in Frankreich und Marokko Karriere machte. Nummer 6. Kriegsfeinde. Der britische Offizier Eric Lomax wurde 1942 in Singapur gefangen genommen. Anschließend wurde er von japanischen Streitkräften verhört. Insbesondere Takashi Nagase, der Lomax gegenüber zwar nie gewalttätig geworden ist, dem Gefangenen trotzdem mit dem Tod gedroht hatte, ist Lomax in Erinnerung geblieben. Nach dem Krieg wollte Lomax Rache an Nagase nehmen und ihn töten. Eine Gelegenheit dazu ergab sich 1989 in Thailand. Doch als sich die beiden kriegserfahrenen Männer gegenüberstanden, vergab Lomax Nagase. Er erklärte später, dass irgendwann der Hass aufhören muss. Nummer 5. Auf das Schlimmste gefasst. Die nächsten Geschehnisse fanden in Brookings im US-Staat Oregon statt. Dies ist der einzige Ort im amerikanischen Innenraum, der während des Zweiten Weltkriegs mit solch schwerwiegenden Konsequenzen bombardiert wurde. Und zwar vom japanischen Piloten Nobuo Fuita. 20 Jahre später wurde derselbe Pilot in die Stadt eingeladen. Aus Angst vor dem Schlimmsten nahm der Ehrensoldat ein 400 Jahre altes Schwert mit sich, um im Falle eines Falles rituellen Selbstmord zu begehen. Doch es kam ganz anders. Die Bewohner der Stadt haben Fuita vergeben. Als Friedensbeweis überreichte dieser den Einwohnern Brookings eben dieses Schwert, das seit Generationen in seiner Familie war. Seitdem engagierte er sich für die amerikanisch-japanische Freundschaft. Fuita wurde zum Ehrenbürger der Stadt. Platz Nummer 4. Unerschrockener Hund. Oder besser gesagt Hündin. Die Englisch-Pointerin Judy spielte eine wichtige Rolle bei der Rettung der Gefangenen in Kriegsgefangenenlagern in Medan, der Hauptstadt des Nord-Sumatra. Sie suchte nach zusätzlicher Nahrung für die Gefangenen. Oft verteidigte sie diese auch gegen die gewalttätigen Wachen. So traf die Hündin auch auf ihr späteres Herrchen Frank Williams. Um sie vor dem grausamen Lagerpersonal zu bewahren, registrierte der Pilot die Hündin einfach als Kriegsgefangene. Im Juni 1944 befanden sich die beiden auf einem Schiff, das Gefangene in ein anderes Lager transportieren sollte. Das Schiff wurde von einem Torpedo getroffen. Judy bewahrte die Gefangenen vor dem Ertrinken. Judy lebte bei den Williams und bekam ein Kriegsabzeichen. Nummer 3. Unerwartete Menschlichkeit. Während des Krieges bleibt von der Menschlichkeit manchmal nicht viel übrig.
Doch dem japanischen Pilot Saburo Sakai, der 1942 den Luftraum über Java patrouillierte, gelang es, diese zu bewahren. Er bemerkte im Zivilflugzeug, das er zuerst abschießen wollte, die Gesichter von Frauen und Kindern. Darunter war auch eine Frau, die ihn stark an seine ehemalige Lehrerin, eine Amerikanerin namens Frau Martin, erinnerte. Er verschonte das Flugzeug mit allen Passagieren. Seinem Vorgesetzten sagte er einfach, die Maschine wäre entwischt. Nummer 2. Friedvolles Weihnachtsfest. Die Offensive in den Ardennen, die am 16. Dezember 1944 begann, war einer von Hitlers letzten Versuchen, gegen die Alliierten anzukämpfen. Es war kalt und das Essen fehlte. Drei verwundete amerikanische Soldaten hatten nichts mehr zu verlieren und klopften an eine Tür. Dort wohnte eine Frau mit ihrem 12-jährigen Sohn zusammen. Obwohl es unter den Deutschen als großer Verrat galt, nahm sich die Frau ohne mit der Wimpern zu zucken der Soldaten an. Sei es Zufall oder Schicksal, aber auch die deutsche Einheit klopfte an diesem Abend an die Tür. Die Frau öffnete und verkündete, dass es heute Abend kein Töten geben würde. Alle Anwesenden aßen zusammen das Weihnachtsessen, das vorher von der Frau vorbereitet wurde. Die Welt erfuhr dank Fritz Finken, dem Sohn, der Teil dieses Kriegswunders wurde, von der Geschichte. 1995 fand er einen der Soldaten wieder. Nummer 1. Mutige Königin. Auch bekannte Persönlichkeiten wurden manchmal zu Kriegshelden. So zum Beispiel die britische Königin, damals noch Prinzessin Elizabeth. Nach Ausbruch des Krieges flehte sie ihren Vater monatelang an, sie etwas für das Land tun zu lassen. Dieser erlag schließlich dem Wunsch der 18-jährigen Elizabeth. Und so trat sie dem Frauenhilfsdienst bei. In London besuchte sie einen Kurs für Automechanik und danach bestand sie den Führerschein und konnte als Lastwagenfahrerin fahren. Elizabeth II. Ist derzeit das einzige Staatsoberhaupt der Welt, das während des Zweiten Weltkrieges gedient hat. Danke, dass ihr dabei wart bei Ach Quark. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal.